Ja, und jetzt haben wir die nächste DCM-Teilnehmerin, die hier auf Dankoko Matsuri den zweiten Platz belegt hat. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Und das ist die Charlotte, die neben mir sitzt, damit auch der Name mal erwähnt wird. Ja, kannst du sagen, welches Cosplay du anhast und aus welcher Serie oder Manga das stammt? Also ich mache heute Dorothy Gale aus dem 1939 erschienenen Der Zauberer von Oz, der Klassiker mit Judy Garland, ein Realfilm. Ah, okay, also weniger aus einem Anime, ist ja klar, Realfilm. Ja. Wie lange hast du gebraucht für dein Cosplay? Also das Aufwendigste waren wohl die Schuhe. Vielleicht mal in die Kamera halten. Ja, gute Idee. Die haben so pro Schuh 6 Stunden gekostet, weil einfach jede Paillette einzeln aufgeklebt ist. Und dann nochmal das Kleid, sicher 20 Stunden mit allem drum und dran. Und dann habe ich ja noch eine Kulisse gebastelt, auch zweimal, weil ich ja zweimal beim Vorentscheid teilgenommen habe. Und die hat dann auch nochmal jeweils so 2 Stunden gekostet, also schon eine ganze Menge Zeit. Ah, okay. Und wie viel hast du dafür ausgegeben für das Cosplay so? Also für alles drum und dran mit 1-2 Fehlentscheidungen 250 Euro. Das teuerste Cosplay, das ich je gemacht habe und es hat sich so gelohnt. Ja, also spätestens wenn man dann eben diese Urkunde in der Hand hält, ja, jetzt beim Finale auf der FBM dabei. Ja, das ist super toll. Ja, jetzt kann ich dich ja mal fragen, wie hast du dich erstmal nach deinem Auftritt hier beim Vorentscheid gefühlt und wie hat es sich dann angefühlt, so zu hören, der zweite Platz geht an Charlotte? Also es war erstmal so, dass ich gedacht habe, Mist, es kommen nur 4 weiter, weil es ein relativ kleines Teilnehmerfeld war hier auf der Ngako Matsuri. Und dann war es aber, dann wurde der 4. ausgerufen, wer den 4. Platz gemacht hat und ich dachte, sie war eigentlich meine Nummer 1. Und deswegen war ich dann, ja gut, jetzt ist es eh gelaufen. Und als dann Platz 3 kam, dachte ich, vielleicht noch, aber dann war ich schon gar nicht mehr aufgeregt, weil ich dachte, ach, jetzt ist eh nichts mehr. Und dann Platz 2, Charlotte Hütten und ich dachte so, oh mein Gott, das kann nicht sein. Und dann habe ich wirklich angefangen zu kreischen und bin hochgelaufen und war so zufrieden, weil es sich echt gelohnt hat, jetzt nochmal einen Vorentscheid zu machen und nach Berlin zu fahren, 13 Stunden lang. Es hat sich so gelohnt und ich bin so glücklich und geflasht. Ja, das ist immer so überraschend. Jetzt muss ich mal fragen, 13 Stunden, woher kommst du? Tübingen. Tübingen wo? Bei Stuttgart. Aber von Stuttgart nochmal eine Stunde in den Süden gefahren. Und eigentlich wären es 10 Stunden gewesen, aber wir haben gestern einfach 3 Stunden wegen Stau und Vollsperrung und sonst was länger gebraucht. Also ich bin gestern um 2:30 im Bett gewesen. Ja, also man muss jetzt mal sagen, Hut ab vor deiner Ausdauer, 13 Stunden Fahrt, ja, und dann, aber du hast es dir verdient, nicht nur durch die Anfahrt, dein Cosplay sieht sehr gut aus, also wirklich bei der Auftritt war auch genial. Ich denke, du hast dir den zweiten Platz definitiv verdient. Ich weiß jetzt nicht, da kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen. Geht man in das Finale mit dem Cosplay hin, was man auch bei den Vorentscheiden hatte, oder hast du da ein neues irgendwie? Also man darf es frei entscheiden, aber da ich jetzt nochmal die Uni wechsle und umziehen muss und dieses Kostüm mich 250 Euro gekostet hat, werde ich dieses Kostüm, also ich habe noch ein paar Kritikpunkte gekriegt, dass zum Beispiel die Ärmel höher ansitzen sollten und die Taille ein bisschen höher ansitzen sollte. Und da werde ich einfach die Kritikpunkte nehmen und mir einen neuen Auftritt ausdenken. Aber es ist nicht zwangsläufig nötig, ein neues Cosplay zu nehmen. Also ich habe zum Beispiel mit einer gesprochen, die hat das mal gewonnen vor ein paar Jahren als Sakura. Und die hat auch erst ein ganz anderes Outfit fürs Finale geplant und das wurde einfach nicht fertig. Dann hat sie halt das vom Vorentscheid genommen und hat gewonnen, weil es einfach gut verarbeitet war. Ja, okay. Naja, da sind wir auch schon fast wieder am Ende des Interviews angekommen. Ich sage schon mal jetzt schon mal vorab Dankeschön für das Interview. Noch viel Spaß hier auf Ngako Matsuri. Ja, jetzt beginnt es bei mir auch langsam mit den Namen. Ja, das ist ja auch, muss man auch mit sagen, für die Zuschauer, es ist angenehmer geworden. Wir können ja draußen wieder sitzen. Es sind nicht mehr 37 Grad. Ich würde jetzt noch sagen, the stage is yours. Wenn du noch so ein bisschen hier im Sitzen irgendwie noch ein bisschen cosplayen kannst, wäre das noch relativ schön. Dann nehme ich doch mal meinen Toto zur Hilfe. Ja, und the stage is yours. Dankeschön und noch viel Spaß. Ja, danke.